Solche Popöche, wann kommt mein Zug doch gleich? Ah ja, herzlich willkommen zu Vindictus, zurück bei Vindictus. Oh, das hackt schon wieder ganz gewaltig und ist schon wieder ein super Start. Ich habe ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr aufgenommen und ich hatte jetzt eine kleine Pause eingelegt mit Vindictus, weil ich nun mal leider im Prüfungsstress war, aber jetzt habe ich schon 2 von 3 Prüfungen weg und ich glaube, ich rede gerade viel zu schnell, dass es irgendjemand verstehen könnte, aber das ist mir gerade ziemlich egal. Wir widmen uns heute dem Quest nicht gefährliche Ruinen, das sind ja alles gefährliche Ruinen. Wir widmen uns heute dem Quest Rache und wir sehen schon, es geht aufs Ende zu mit den gefährlichen Ruinen, so rum. Und für Gwyn werden wir nun endlich Rache üben, weil sie hier groß auf die Schnauze gekriegt hatte mit ihrem Trupp. Bevor wir dies aber tun, werden wir erstmal ans Wasser gehen, an den Hafen und wir machen, was machen wir denn? Wir gewinnen ohne Phönixfedern, das schaffen wir sowieso, weil wir ja alleine sind und für uns selbst keine Phönixfeder benutzen können. Wir sehen schon übrigens, gut, das erkläre ich gleich nochmal, wir gehen jetzt erstmal an den Hafen. Ja, was ich sagen wollte, was man jetzt gerade eh nicht sehen konnte, was wir aber jetzt gleich sehen werden, sobald wir am Hafen sind. Leider habe ich ja jetzt ganz lange nicht aufgenommen und jetzt ist diese schöne Aktion mit der tollen Rüstung schon wieder zu Ende und wir sehen, ich musste wieder meinen alten Scheiß anziehen hier. Wir haben jetzt also diesen blutroten Zornhelm, diesen seltsamen, und eine Veteranen-Irgendwas an der Brust hier. Also hier Helm des blutroten Zorns tragen wir, das Veteranengewand-Waffenrock genau. Und die restaurierten Zwillingsfreundschaftsschwerter, die wir ja erhalten haben, das letzte Mal, glaube ich, als wir gespielt haben. So, bevor wir jetzt aber loslegen mit dem nächsten Quest, machen wir ja erstmal das Level Aufstiegsgeschenk auf, wo bestimmt mal wieder wahnsinnig spannende Sachen drin sind. Nämlich, da wären Goldmünzen, Ausdauertrank, Speere, Mensch und ein Söldnertrank. Was macht der denn? Das ist er gar nicht. Hier, HP-Trank auch nicht. Wo haben wir den denn? Nirgendwo. Scheiß drauf. Ist egal. Wir öffnen gleich noch das für Level 14 oder höher. Denn soweit sind wir mittlerweile. Ach, dieser Krach immer. Goldmünzen. Angriffsboosttrank. Kleine Bombe. So sieht's aus. Weiter können wir nicht öffnen. Und jetzt etwas, das ich schon eigentlich lange hatte tun wollen, was ich aber irgendwie immer wieder vergessen hatte. Wir kümmern uns um unsere Skills. Unsere Skills liegen nicht da. Ich muss erst noch kurz schauen. N auch nicht, M auch nicht. Ja, ich finde mich nicht mehr zurecht hier. Das ist gerade ein bisschen doof. V, da haben wir es doch. Und ja, wenn wir hier mal schauen, ich habe ja diesen Meditationsskill. Das heißt, wenn man nicht spielt, kriegt man trotzdem jede Stunde oder so einen Ausdauerpunkt oder einen Erfahrungspunkt dazu, um hier was zu machen. Und wir sehen, ich bin an der 1000er-Grenze angekommen. Höher geht's nicht. Und wir haben jetzt bestimmt ganz viele Punkte verloren, aber haben jetzt auch ganz viele Punkte, um in unsere Skills zu investieren. Und dazu möchte ich jetzt erstmal die Meisterschaft des Kampfes hier ausbauen. Das bedeutet nämlich, unsere normalen Schläge machen jetzt ordentlich Bams. Und da machen wir das Ganze gleich nochmal, haben schon Rang B. Und höher komme ich leider noch gar nicht. Ach, weil wir Level 20 sein müssen, das ist natürlich schade. Was machen wir als nächstes? Schmettern 1000 Nadeln. Ja gut, so toll finde ich den Skill jetzt auch nicht. Meisterschaft der Zwillingsschwerter wäre natürlich ein bisschen besser. Verringert das Gewicht von Zwillingsschwertern, erlaubt es dir, Zwillingsschwerter höherer Level auszurüsten. Naja. Was könnte man noch tun? Wir gehen mal hier oben durch. Kampf. Kampf. Gleitschritt. Gleitschritt ist sinnlos, finde ich. Was haben wir noch? XI-Move finde ich auch nicht so doll. Meisterschaft des Kampfes können wir nicht weitermachen. Gut, Training. Meditation. Verkürzt die Zeit bis zum nächsten AP-Bonus durch Meditation um 90 Sekunden. Doch so viel. Wir könnten Meisterschaft der Stärke machen. Das wäre eine Idee. Intelligenz brauchen wir wahrscheinlich gar nicht so. Schließlich sind wir ein Haufen drauf. Die brauchen keine Intelligenz. Ist scheißegal. Sowas ist... Als Krieger braucht man nur Stärke, das ist wichtig. Warum sollte man auch intelligent sein als Krieger? Ist doch Wurst. So, was haben wir noch? Wiederherstellung, Lagerfeuer, was? Erzfeind? Egal, können wir alles nicht tun. Machen, wie auch immer. Ausrüstung, schwere Rüstung, Zwillingsschwerter, Stoffrüstung, leichte Rüstung. Ach, nee. SP? Können wir auch noch gar nichts machen. Ich weiß gar nicht, was SP eigentlich heißt. Gut, dann würde ich sagen, Training und wir gehen auf Meisterschaft der Stärke. Bitte trainieren. So.
maxen wir das Ganze mal und sind auf Stufe E, auf Stärke Stufe E, genau. Nochmal Stufe D. Und weil wir immer noch viele Punkte haben, gleich noch auf Stufe C hoch. Und jetzt haben wir erhöht die Stärke um 95 derzeit. Das ist doch ordentlich, würde ich behaupten. Und wir sehen, wenn wir noch 20 Punkte dazu holen, können wir auch noch eine Stufe höher gehen. Aber ich denke, das reicht jetzt erstmal. Jetzt können wir uns ins Getümmel stürzen. Und zwar, ja, eigentlich brauchen wir gar nichts weiter. Wir können eigentlich direkt loslegen. Ab geht er, der Peter. Und so geht es vielleicht das letzte Mal in die gefährlichen Ruinen. Für die Ehre! Genau. Und ich freue mich mal wieder spielen zu können. Ich habe so keinen Bock mehr auf Prüfungen, sage ich euch. Es ist einfach nur nervig. Kurz den Schluck getrunken. Das muss sein zwischendurch. Es ist einfach nur nervig jetzt die Prüfungen derzeit. Ich habe zwar bloß 3 Stück insgesamt, was jetzt nicht viel ist, das gebe ich zu. Aber ich habe einfach nur Fächer, auf die ich absolut keinen Bock habe. So, ja, durch den haben wir uns schon ordentlich durchgeschnetzelt. Und ich habe das Gefühl, der Stärkebonus macht doch gut was aus. So, hier nochmal zurück, da latschen wir nochmal rein. Und auf. Ich muss jetzt auch erstmal wieder reinfinden, muss ich zugeben, weil ich ja schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Und ja, mal schauen, wie das so läuft. Ich glaube, ich werde im Anschluss gleich noch auch Overclocked spielen, weil ich da genauso viele Folgen wie für Vindictus noch in Reserve habe, nämlich Nada 0-0. Niente! So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um euch hier, Freunde. Mensch, der hält aber auch was aus. Guck mal her, ihr. Zack! Brechen wir dem mal das Kreuz, der es verdient. Sauberst! Einmal drauf auf den Kollegen. So, was haben wir da Schönes? Leder, doch sowas Spannendes. Und hier bestimmt sowas Ähnliches. Ein zerbrochener Pfeil, das ist ja noch spannender eigentlich. Ja, lass mich mal in Ruhe hier. Auf. Spinni, Spinni, gib mal her. Ja, danke. Was müssen wir eigentlich als Nebenquests machen? Besiege 10 Gnolle mit Objekten. Ach, da habe ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ey, mach nicht so einen Krach. Gewinne mit 2 Spielern unter Level 12. Das können wir wohl auch vergessen, weil wir einer alleine sind und schon längst nicht mehr unter Level 12. Besorge 3 seltene Ergs. Besiege 3 Irrlichter mit Sperren. Das könnten wir vielleicht erledigen. Mal schauen. Oh, schon tot. Gut, jetzt will ich aber nicht hier ewig rumdrucksen. Schließlich geht das alles auf unsere Zeit. Und niemand will noch einmal ein 45-Minuten-Video sehen, wie wir es schon einmal hatten, nicht wahr? Ach ja, übrigens, ich hatte doch bei dem 45-Minuten-Video dazu aufgerufen, mir mal einen Kommentar reinzusetzen, um mir ein bisschen Feedback zu geben. Was natürlich keiner getan hatte, außer einem einzigen. Und diesem Herrn möchte ich noch ein paar persönliche Worte widmen. Nikolai Sturm, bitte geh sterben. Du brauchst nie wieder meine Videos zu gucken, denn solche dämlichen, hirnlosen Kommentare wie halt die Fresse kannst du stecken lassen. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. So. Und damit wieder zurück zum Spiel. Und einmal durch die Kollegen durch. So muss das sein. Wunderbar. Auf hier. Oh, Irrlicht, Irrlicht, Irrlicht. Scheiße, ich hab's schon getötet. So Mist. So. Ach ja, ich wollte mal was sagen zur weiteren Planung für Vindictus, während ich mich hier wieder mal durch die Massen metzel. Mal ein Stück weg. Ja, Freund, komm mal mit. Während ich mich hier durch die Massen metzel und mich mit dem Kollegen mal etwas gesondert unterhalte, ne? Pam, pam und stirb. Du hast den Titel Nackengrabscher erhalten. Du kannst als folgenden Titel entdeckt: Besessener Nackengrabscher. Ja, super. Meine Planung für Vindictus sieht folgendermaßen aus. Wir sind ja bald durch die Ruinen durch hier, durch die gefährlichen. Und ich werde mich dann, wenn wir in die Eisregion, in die Eishöhlen kommen, die als nächstes anstehen,
werde ich nicht mehr jedes Level zeigen, denke ich, und auch nicht mehr jedes Quest. Ich werde es dann so machen, denke ich mal, dass ich die Eisregionen in 2-3 Folgen abhandle, in denen ich dann was zusammenschneide oder so. Und werde zusammenfassen, was so questmäßig anstand, also was das Hauptquest gesagt hat. Denn letztendlich ist es ja irgendwo immer wieder dasselbe hier und das ist dann etwas abwechslungsreicher, denke ich, wenn ich das Ganze so ein bisschen zusammennehme. Und vor allem kann ich dann, ohne jetzt auf 70.000 Folgen zu kommen mit Vindictus, was ich sowieso nicht machen wollte, auch noch die fortgeschritteneren Gebiete zeigen, wenn ich hier ohne aufzunehmen, gleich noch ein bisschen weiter vorankomme in der Story. So, das wollte ich noch gesagt haben. Wie genau das dann praktisch aussehen wird, muss ich noch schauen. Aber damit brauchen wir uns jetzt gerade nicht zu beschäftigen, denn wir sind ja noch hier in den Ruinen beschäftigt mit diesen etlichen Dingern da. Und ich werde dann nämlich, denke ich mal, wenn ich Vindictus entweder endgültig beendet habe oder dann halt in diesen Modus übergegangen bin, dass ich ab und zu diese Zusammenfassung reinsetze, auch das nächste Let's Play starten wollen. Und ich habe mir dafür jetzt soweit erstmal Venetica rausgesucht, was ich eigentlich ganz gerne spielen möchte. Warum spacken die Frames jetzt gerade schon wieder so rum? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich habe mir Venetica rausgesucht eigentlich als nächstes, was ich ganz gerne spielen möchte. Und Standbild-Action, was ist denn das hier? Und ja, ich habe ja auch in meinem, auf meinem Kanal habe ich auf der Seite, könntet ihr jetzt bitte mal ein bisschen flüssiger laufen hier, das ist ja schrecklich. Auf meinem Kanal habe ich, Dankeschön, wenn das so ist, dass man einfach bloß was sagen muss, dann merke ich mir das fürs nächste Mal. Auf meinem Kanal habe ich auch an der Seite schon hingeschrieben, was für Projekte so eigentlich als nächstes geplant sind. Und ich hatte nach einigen Drängen jetzt auch so eine behelfsmäßige Billig-Homepage für 0 Euro mir eingerichtet, wo im Prinzip auch nur alle Videos drauf sind, die es auch auf meinem Kanal gibt, aber wo die Beschreibungstexte besser zur Geltung kommen. Und dort gibt es auch eine Rubrik Projekte, da steht eine längere Liste von Spielen, die ich generell so vorhabe zu spielen. Und das, was momentan draufsteht, das habe ich auch da. Also, falls irgendjemand irgendein Spiel von dieser Liste sehen möchte, Bescheid sagen, dann rutscht's nach vorn. Und wenn das keiner tut, dann werde ich mit Venetica anfangen und ja, ansonsten habe ich dann auf der Liste Gothic 3, glaube ich, noch drauf gehabt. Und noch irgendwas. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was es noch war. Ja, hier, in die Eier. Und nochmal, das gibt Omelette. Und noch irgendwas Drittes, ich weiß es nicht mehr. Sollten keine Nachfragen für irgendwelche bestimmten Spiele kommen, werden das die nächsten Projekte sein, die ich so angehe. So. Freunde Bläschen. Können wir uns hier mal so ein Ding schnappen? Geht das? Ach, das wollte ich doch gar nicht. Aber kannst du auch haben. Mensch, war ein effektiver Wurf, muss ich schon sagen. Ich sollte Baseballer werden. So, weg damit. Ich habe gestern, fällt mir gerade so ein, wo ich von Baseball geredet habe, von, also muss ich ja an Amisport denken. Ich habe gestern mal in den Super Bowl reingeguckt. Ich muss ja sagen, ich habe selten so eine beschissene Sportart wie Football gesehen. Wie kann man sich sowas freiwillig angucken? Das Spiel ist also rein von den Regeln ja schon grundsätzlich total zerpfiffen. Alle 2 Minuten gibt es da eine Pause, in der natürlich für die Kommerzialisierung, die überall stattfindet, großartig geeignet, immer Werbung eingeblendet werden kann. Und wenn man schon mal was vom Super Bowl gehört hat, dann weiß man ja auch, die Preise, um eine Werbung während des Super Bowls setzen zu können, was ja das Medienereignis des Jahres bei den Amis ist, die sind gigantisch. Das heißt, die Sender nehmen extrem viel damit ein, wenn beim Super Bowl Werbung läuft. Und dementsprechend kommt das denen natürlich gelegen. Und also ich habe gestern da, ich habe glaube ich 10 Minuten lang reingeguckt. An sich, den Sport finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also das Prinzip an sich jetzt erstmal. Aber das ist so zerpfiffen und so zerfahren dadurch schon von sich aus,
dass ich es einfach nur scheiße finde. Kann man nicht anders sagen. Da gucke ich mir doch lieber, wenn ich solche Sportarten mag. Also ich bin der Fußballer von Natur aus erstmal. Spiele auch selbst Fußball. Bin der Chancentod meiner Mannschaft im Sturm. Haha. aber wenn ich schon auf solche Sportarten stehe, dann schaue ich mir doch lieber Rugby an. Wenn Rugby im Fernsehen laufen würde, das würde ich mir anschauen. Rugby ist toll, weil Rugby ist Football ohne Unterbrechungen und mit weniger Reglementierungen. Falls euch diese Leute hier bekannt vorkommen, Schattenzahn und Bärmähne, die haben wir bereits in früheren Kämpfen vernichtet. Und die werden hier nochmal konserviert als Zwischengegner. So, zur Seite. Auf da, jawohl. So, Freunde. Ich wollte jetzt eigentlich den 1000-Nadeln-Skill anwenden, aber gerade vergessen, wie er geht. Ach, wartet, ich glaube, ich weiß wieder. Genau. Ja, der bringt es aber nicht so eigentlich. So, dann können wir aber, der eine Kollege ist ja gleich tot. Gib mir mal was hier. Jawohl. Auf. So, und das war's für den ersten. Und der zweite ist auch gleich hinüber. Hoffe ich. Hier, fangen. Na, vielleicht auch nicht. Egal, dann hauen wir noch ein bisschen drauf. So. Und stirb. Jawohl, ja. Dann können wir die Kollegen mal ausnehmen hier. Also, wie gesagt, ich habe selten so eine beschissene Sportart wie Football gesehen. Kann mir nicht erklären, wie man sowas sich freiwillig anschaut. Aber na gut. Andere Länder, andere Sitten, nicht wahr? So, da haben wir nochmal goldenes Gnollleder erhalten, auch wenn wir das nie wieder brauchen werden, wahrscheinlich. Und jetzt spacken die Frames schon wieder so weit runter. Bitte geht hoch. Bitte geht hoch. Vorhin hat es geklappt, jetzt nicht. Schade. Gehen wir erstmal weiter, vielleicht fängt es sich ja. Die Gruppe geht zur nächsten Ebene. So, dann wollen wir mal schauen, nicht? Das sieht schon wieder nach Endgegnerfeld aus, soweit ich das in dem verschwommenen Modus hier sehe. Und das heiße ich doch für gut. Ja, 6, 7, 6, 7 Frames, supi. Also ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Cut hier rein und werde genau an dieser Stelle, wo ich jetzt auch stehe, wiederkommen, sobald mein Laptop sich entschieden hat, endlich mal wieder ordentlich zu funktionieren. Und ich sehe gerade, da oben gibt's Leben, wie kommt man denn daran? Na gut, werden wir gleich vielleicht noch rausfinden. Ich werde mal schauen, ob ich das da irgendwie runterkriege. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, und da hat sich das Ganze auch schon wieder eingekriegt. Das ist doch wunderbar. Ich habe jetzt genau, ja, 3 Sekunden gewartet. Und ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch so. Ich will jetzt mal eben probieren, ob man hier die Säule runterholen kann. Was nicht geht. Aber vielleicht, das wollte ich doch gar nicht, Mann. Kann man das so machen? Aha, super. War sehr erfolgreich. Ja, wunderbar. Und da haben wir einen Vita-Seelenrelikt gefunden. Und Wolfsschwanz ist unser Gegner. Und Zackenzahn ist unser Gegner. Gleich 2 Endgegner also. Komm, schieß. So. Ein Nahkämpfer und ein Bogenschütze. So, und wir werden mal den Bogenschützen als Deckung vor dem Nahkämpfer nehmen. Und immer wieder auf den eingehen. So, jawohl, ja. Komm schon. Und zur Seite. Wunderbar. So, da gehen wir mal in Deckung. Ja, 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 ja. Weg mit deinem aufgeladenen Schuss. Du kannst mich mal. Au! Du Hund! Rüstung noch alles ganz. Wunderbar. Komm, schieß. Genau. Daneben. So, wir bleiben bei Zackenzahn. Weil wir dem gleich die erste Leiste abgenommen haben. Genau. Ach, Wolfsschwanz hat bloß eine Leiste. Ne, dann gehen wir auch mal auf den drauf. Und da hat es den Helm angekratzt, sehe ich gerade. Und unser Leben ist auch angekratzt. Angekratzt, ja, ja. Angekratzt. So, dann pfeifen wir uns mal einen Trank. Was habe ich denn mit T und D heute? Das ist ja schrecklich. Mit einem Trank pfeife ich mir rein. So, Taste 1. Trinken. Und zur Seite gehen.
Ach nee, das ist jetzt ein ganz schlechter Moment für Frame-Spackereien. Ich frage mich echt, was gerade los ist hier. Ich laufe jetzt so lange weg vor den Kollegen, bis meine Frames sich wieder gefangen haben. Versprochen, bis gleich. So, und da geht's auch schon wieder besser. Wunderbar. Ich habe wirklich keinen einzigen Schlag jetzt ausgeführt. Sorry Leute, tut mir leid, dass ich hier immer mal unterbrechen muss wegen den Frames. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So, ich würde sagen, wir beenden die Sache jetzt mal so schnell wie möglich. So, drauf auf den Kollegen. Ach Mensch. Ja, komm schneller. Als die Aktion noch lief, war das natürlich alles wesentlich einfacher. Das gebe ich zu. Das waren noch schöne Zeiten. Und jetzt muss das halt anders geregelt werden. Zum Beispiel mit Sperren. So, und dann machen wir jetzt erstmal Wolfsschwanz fertig. Zur Seite. Wunderbar. Das ist natürlich auch super. Friendly Fire unter den Gnollen hier. So, das war's für Wolfsschwanz. Und dann haben wir jetzt noch Zackenzahn auf der Agenda. Komm schon, mein Freund. Du wirst als nächster sterben. Nehmen wir mal hier sowas. Dann kriegen wir den nämlich schön in die Knie, auch ohne unsere Sperre zu benutzen. Das ist eigentlich ganz supi. Dann werden wir dem noch ein bisschen in den Rücken gehen und auf die Rübe hacken. Dann war's das auch. 1A. Und passend zum spackenden Spiel spackt auch unsere Musik rum. Das ist doch wundervoll. Und wir bedienen uns mal fröhlich bei unseren Kollegen hier. Einmal Leder. Einmal zerbrochener Pfeil. Und einmal Zackenzahns Fangzahn. Gehen wir weiter. Einmal Gnoll-Lederwaffenrohr. Einmal Framespackerei. Einmal Gnollkeule. Und Wolfsschwanz-Armband. Gut. Ich nehme an, das werden Quest-Items sein. Und hier sieht es schon wieder ganz übel aus, gerade mit der Hackerei. Und wir haben Level 15 erreicht. Entschuldigung. Da haben wir schon wieder schön Punkte dann zum Ausgeben. Style-Daten, Triple S. Kampfdaten, A. Style und Kampfdaten, S. Supi. Ja, das dauert jetzt alles hier. Wundervoll. Gefechtsbelohnung 50 AP. Mensch, doch so viel. Da können wir tatsächlich gleich noch die Stärke erhöhen. Das ist da richtig schön. Und dann machen wir jetzt noch kurz Quest-Entgegennahme bzw. Abgabe hier in Colhen. Und dann war es das auch schon wieder für die Folge. Wenn das Ding dann irgendwann mal geladen hat. Ja, wunderschön, auf dem Weg zur Stadt. Wir können Nahrung mit anderen Leuten teilen, das ist aber schön. Brot für die Welt. So, gehen wir erstmal rüber. Erstmal irgendwo hin, wo es nicht hacken kann, nämlich in den Söldner-Außenposten. So. Merrick, ja. Ich will jetzt erstmal meine Meisterschaft der Stärke noch hier schnell machen. So, Meisterschaft der Stärke, Stufe B. Und um die zu erhöhen, brauchen wir dann auch Level 20, aber wir haben ja jetzt eh erstmal keine Punkte mehr. Wunderbar, und damit können wir jetzt schnell das Quest bei Gwyn abgeben. Hast du sie gefunden? Bist du jetzt beruhigt, Gwyn? Ja, ich informiere Rochester über den Beitrag, den die blutroten Klingen geleistet haben. Danach lege ich mich schlafen. Natürlich. Rudra, ich bin mir sicher, dass du einige Items erhalten hast in den Dungeons. Rede mit Kirsty, Fergus und Cloda und frag sie, ob sie dir neue Ausrüstung machen können. Ich lass dich wissen, wenn etwas Wichtiges passiert. Und damit, liebe Freunde, haben wir Episode 1, Söldner der blutroten Klingen, abgeschlossen. Wie versprochen. Und damit verlassen wir nämlich höchstwahrscheinlich auch endlich die gefährlichen Ruinen. Wir schauen jetzt aber nochmal fix, was Gwyn hier schon wieder hat. Und zwar unsterbliche Vergeltung. Du hast den Titel gefährliche Ruinenforscher erhalten. Unsere HP wurden um 100 Punkte erhöht, das ist wunderbar. So,
Gwyn sieht wütend aus. Wir haben 3 weitere Soldaten, die unter Keegan dienen, verloren. Sie werden unseren Verlust mit fomorischem Blut bezahlen. Bring mir die Körperteile derjenigen, die sie angegriffen haben. Gwyns Augen glänzen wie Stahl. Lass die Fomori bluten. Nur dann können meine Kameraden in Frieden ruhen. Du hast den Titel Rachesuchender gefunden. Meint die jetzt... Ja, wir können das noch weiter anklicken hier, auswählen. Okay, das waren die Sachen, die wir eh schon eingesammelt haben. Das ist ein bisschen unlogisch, aber gut, wenn die das so hier wollen. Dann haben wir das Quest auch schon abgeschlossen. Fixe Quest, Entgegennahme und Abschluss. Ja, das ist wunderbar. Danke. Mögen die Seelen unserer verstorbenen Soldaten in Frieden ruhen. Ich werde das Orakel der Stadt um ein Begräbnisritual für sie bitten. Gut, damit haben wir den Kran abgeliefert, wir brauchen es eh nicht. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Schön. Und ich habe noch gesehen, gerade eben, dass wir hier noch auch ein paar Quests entgegennehmen können. Das werden wir aber in der nächsten Folge tun, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich auch schon für diese Folge. Wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es hat mal wieder Spaß gemacht, nach einiger Zeit Ruhe jetzt mal wieder Vindictus zu sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal, nicht? Tschüss.